Schönen guten Abend und willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Die Notaufnahme ist für Notfälle, sagt ja schon der Name. Trotzdem sieht sich der Kreis Paderborn jetzt gezwungen, darauf noch mal gezielt aufmerksam zu machen. Denn immer mehr Menschen mit Bagatellerkrankungen nutzen die Notaufnahmen offenbar als praktischen Arztersatz. Sind ja schließlich rund um die Uhr genügend Ärzte da. Aber die sollen sich eben um diejenigen kümmern, die wirklich Hilfe brauchen. Der Rat der Stadt Herford entscheidet heute Abend über ein Alkoholverbot für Teile der Innenstadt. Massive Beschwerden hatten dazu geführt, dass Herfords Bürgermeister Tim Kähler so ein Verbot gerne durchsetzen würde. Das ist rechtlich allerdings nicht ganz einfach, denn das Einschränken von Freiheitsrechten steht mit dem Grundgesetz in Konflikt. In Bielefeld musste ein bestehendes Alkoholverbot nach einer Klage deshalb vor einigen Jahren wieder abgeschafft werden. Aber es muss endlich eine Lösung gefunden werden, denn auch in Herford will keiner vor seiner Haustür die Trinkerszene haben. Ja, wohin, das klären wir gleich, denn unser Reporter Stefan Leiven meldet sich für uns live vom Rathaus. Stefan, die Ratssitzung läuft noch. Gibt es denn trotzdem schon eine Entscheidung? Dankeschön, Stefan Leiven war das live aus Herford. Wenn Sie 20 Euro finden würden, so als Schein, was würden Sie damit machen? Einstecken oder im Pfundbüro abgeben? Die 10 Jahre alte Sina Baxter aus Herford hat sich für den ehrlichen Weg entschieden. Ohne lange zu überlegen, hat sie einen gefundenen 20er der Polizei übergeben. Und das hat sich für sie jetzt gelohnt. Wir haben lange nichts mehr von Wilken und Dean gehört. Die beiden sind ja unsere Spezialisten für Sprache hier in der Region. Wilken Ordelheide kennt sich aus mit typisch ostwestfälischen Wörtern. Dean Rudock spricht Jugendsprache. Zusammen sind sie Wilken und Dean. Und die beiden haben jetzt wieder zwei neue Begriffe für sie. Ja, das ist der Sinn der Sache. Tavern und Cornern. Wissen Sie, was es bedeutet? Wir verraten es Ihnen selbstverständlich. Bleiben Sie dran, bisschen dauert es noch. Hier geht es nämlich erstmal weiter mit den Nachrichten. Und da gucken wir zunächst auf den Arbeitsmarkt. In Ostwestfalen-Lippe sind im Moment etwa 2300 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als noch im August. Gut, dass Sie zu Hause sie nur sehen, aber nicht riechen können, denn es stinkt bestialisch, sagte ein Polizist über die Klärschlammspur auf der A2 zwischen Bielefeld und Herford. Bei einem schweren Unfall auf der A2 bei Bad Oeynhausen ist ein Auto unter einen Lastwagen gerast. Das Ganze war wohl ein missglücktes Überholmanöver. Ja, das ist wirklich unglaublich. Selbst die größten Optimisten müssen zugeben, so dolle war der Sommer in diesem Jahr nun wirklich nicht. Im Mai ging es zwar toll los, er ließ dann aber auch ziemlich schnell nach. Und selbst der September, auf den viele noch gehofft hatten, war alles andere als schön, leider. Kein guter Sommer also für die Außengastronomen in der Region, die auf viele Gäste gehofft hatten. Ja, der ist leider noch ziemlich lange hin. Big Brother is watching you. Diesen Schlüsselsatz von George Orwells düsterem Roman 1984 über einen totalitären Überwachungsstaat kennen viele. Geschrieben wurde er bis zum Jahr 1948. Ein Zahlenspiel also zu 1984, was aus damaliger Sicht weit in der Zukunft lag. Heute, noch viel, viel weiter in der Zukunft, bekommt manches eine neue Aktualität. Das Theater Bielefeld zeigt George Orwells Klassiker jetzt auf der Bühne. Die Hauptperson, Winston Smith, arbeitet im Ministerium für Wahrheit. Überwacht, kontrolliert. Er hat Angst und er begibt sich in Lebensgefahr. Tja, dafür müssen Sie allerdings den Vorentscheid morgen überstehen. Morgen Nachmittag ab 17 Uhr geht's los im Bielefelder Ringlokschuppen. Es gibt noch ein paar Tickets zu kaufen oder noch besser, jetzt bei uns zu gewinnen. Wir verschenken nämlich 3x2 Karten. Rufen Sie dafür einfach die kostenlose Telefonnummer 0800 5678 770 an. Nochmal 0800 5678 770. Viel Glück und viel Spaß dann morgen. Tavern und Cornern, das waren ja die beiden Begriffe, nach denen Wilken und Dean heute gefragt hatten. Mussten Sie raten oder kannten Sie die Antwort? Wir zeigen sie Ihnen jetzt. Bitte schön. Und die Kamera beim Tavern nicht vergessen, dann gelingen Ihnen vielleicht auch so schöne Fotos wie dieses hier von den Externsteinen im Sonnenlicht. Wir freuen uns über das Bild von Uwe Ongsig aus Bielefeld-Thesen. Vielen Dank. Und zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter und das ist gar nicht mal so schlecht, wie befürchtet. Wir können nach oben. So, die Telefonnummer nochmal, wo Sie die Karten gewinnen können vor den regionalen Vorentscheid für der beste Chor im Westen. Noch 0800 5678 770. Jetzt anrufen und morgen Nachmittag dabei sein. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht's mit Markus Werner weiter. Tschüss und bis bald.